Für den Tag des offenen Denkmals 2021 hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz das Motto Schein und Sein gewählt. Unter den Kulturdenkmälern gibt es einige Bauten, die etwas anderes zu sein scheinen, als sie sind. Beispiele dafür gibt es auch in der preußischen Festung Koblenz und ihrem Breitstein, die in den Jahren 1815 bis 1834 errichtet wurde. So greift das Tor der Feste Kaiser Franz in Lützel die Ägyptenmode der Zeit auf und zeigt einen preußischen Adler, der dem ägyptischen Sonnengott Ra ähnelt. Die Kurtine am oberen Schlosshof der Feste Ehrenbreitstein erscheint mit den drei aufeinandergestellten Bogengängen wie ein römisches Aquädukt. Und doch handelt es sich hier nicht um eine Wasserleitung, sondern um Wehrgänge für die Infanterie, eine krenelierte Bogenmauer, wie sie der französische Ingenieuroffizier Carnot entwickelt hat. Die preußischen Ingenieuroffiziere spielten mit Architekturzitaten, um die Festungswerke repräsentativ und eindrucksvoll zu gestalten. Mit den Festungsanlagen an Rhein und Mosel verbinden sich aber auch Deutungen aus späterer Zeit, die man als Mythen und Legenden deuten könnte. Auch diese gehören zum Spektrum des diesjährigen Tags des offenen Denkmals, wobei es hier weniger um antike Mythen von Göttern und christliche Legenden von Heiligen geht, sondern um Vorstellungen und Ansichten, die zum Teil schon seit Generationen überliefert werden. Bis heute hält sich die Vorstellung, dass die Festung Koblenz und ihrem Breitstein einen Verbindungstunnel unter dem Rhein besaß. Viele Jugendliche sind seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts in unterirdische Gänge der Festung eingestiegen, in Minengänge, Kommunikationsgänge und Galerien für die Wasserleitung. Ging es dann auch noch im Gang bergab und tropfte Wasser von der Decke, waren sie sich sicher, den Gang unter dem Rhein gefunden zu haben, von dem ihnen andere Jugendliche und Erwachsene erzählt hatten. Zwei Herren berichteten mir, dass man den Gang unter dem Rhein aus den dreigeschossigen Weinkellern der Firma Deinhardt erreichen könne. Eine Frau, die Telefonistin in Pfaffendorf war und das Ende des Zweiten Weltkrieges im rechtsrheinischen Teil von Koblenz am 27. März 1945 im Felsenbunker unter der Feste Ehrenbreitstein erlebte, berichtete mir, dass die amerikanischen Soldaten auch sie fragten, wo der Zugang zum Gang unter dem Rhein liege. Die Frau schloss daraus, dass es den Gang geben müsse. Den GIs ist es nicht zu verübeln, dass sie Hinweisen zu einem Gang unter dem Rhein nachgingen. In einer Lage, in der unklar war, ob sich die Wehrmacht wirklich zurückzog oder doch noch ein überraschender Gegenangriff drohte, blieb keine Zeit für umfangreiche Recherchen. Die Männer konnten nicht wissen, dass sich kaum mehr als 20 Jahre zuvor schon einmal amerikanische Soldaten mit der Frage nach dem Tunnel befasst hatten. Dies fand sogar Niederschlag in den Amarok News, der Zeitung, die die amerikanischen Besatzungstruppen 1919 bis 1923 in Koblenz herausgaben. Darin steht: Zahlreiche Tunnels verbinden die inneren und äußeren Werke und die ganze Festung ist wie ein Bienenstock aufgebaut mit einer Reihe Tunnels, die von den Magazinen zu den Geschützstellungen führen. Diese Beschreibung trifft durchaus zu und die amerikanischen Soldaten hatten das Glück, viele Festungswerke noch vor ihrer Entfestigung zu betreten. Begehbar waren neben den Minengängen auch noch der gut 600 Meter lange Gang von der Feste Ehrenbreitstein zum Werk Pleitenberg und die weitgehend unterirdischen Kommunikationen zwischen der Feste Kaiser Alexander und dem Fort Konstantin auf der Kartause sowie zwischen der Feste Kaiser Franz und der Bubenheimer Flesche in Lützel. In den Entfestigungsakten zum Fort Asterstein, das erst 1927 entfestigt wurde, findet sich die Aufforderung der Amerikaner an die deutsche Verwaltung, einen Gang zuzumauern, weil die Soldaten ihn nutzten, um unerlaubt die Kaserne zu verlassen. Die deutsche Verwaltung antwortete darauf, es genüge doch, die vorhandene Tür wieder abzuschließen. Schon damals kursierten Erzählungen vom Gang unter dem Rhein. Und so fährt die Notiz in den Amarok News fort: In der Zeit, in der die Amerikaner die Festung besetzten,
wurde keine Spur des sagenhaften Tunnels unter dem Rhein gefunden. Einer volkstümlichen Überlieferung folgend verbindet ein Tunnel unter dem Rhein vor Ehrenbreitstein, vor Asterstein, vor Konstantin und vor Alexander. Und obwohl jedes Mittel, den Tunnel zu finden, erschöpft wurde, ist der Tunnel nicht entdeckt worden. Obwohl die Festung in den Jahren 1920 bis 1927 aufgrund des Versailler Vertrages entfestigt wurde und die unterirdischen Gänge punktuell gesprengt wurden, hielt sich die Überlieferung vom Tunnel unter dem Rhein. Davon zeugt nicht nur die Suche der GIs nach dem Tunnel im März 1945, sondern auch die Koblenzer Rheinpost vom 23. Februar 1956. In der Rubrik aus alter Zeit berichtet sie von den unterirdischen Festungsgängen, die die Jugendlichen kannten, bis hin zum Moselgang und zum Rheingang. Damals hielt sich noch recht lebendig die Vorstellung, dass Gänge, die inzwischen verschlammt und unpassierbar waren, die Flüsse unterquerten. Erinnerungen aus der Jugendzeit, die Vorsicht von GIs im Kampf gegen die Wehrmacht und Erinnerungen an Wein- und sektselige Stunden in den Weinkellern unter der Neustadt. Das ist in etwa das Fundament, auf dem sich die Vorstellung vom preußischen Gang unter dem Rhein hält. Ein Blick auf die historischen Pläne der Festung, von denen viele bis 1918 als geheim eingestuft waren, wirkt ernüchternd. Dort ist kein Gang unter dem Rhein eingetragen. Ebenso ernüchternd ist ein Blick auf die technischen Möglichkeiten der Ingenieuroffiziere, die die Festung planten und bauten. Moritz Karl Ernst von Prittwitz und Gaffron, der unter anderem am Vorasterstein mitgearbeitet hat, schrieb 1836 in seinen Beiträgen zur angewandten Befestigungskunst: Mehrere Schriftsteller haben vorgeschlagen, unter Umständen durch Wassergräben hindurch, unter dem Wasserspiegel, wasserdichte Kommunikationen zu führen. In unseren Festungen sind einige diesfällige Versuche nicht geglückt und dergleichen Kommunikationen erst bei dem Gebrauch mittels Pumpen trockenzulegen, erscheint doch sehr unsicher. Wenn es schon Schwierigkeiten bei der Querung eines Wassergrabens gab, wie schwierig wäre es dann gewesen, unter der Sohle des Rheins eine Kommunikation zu bauen? Erst 1911 gelang es in Deutschland, einen Strom mit einem Tunnel zu unterqueren, mit dem Elbtunnel in Hamburg. Am Mittelrhein gelang einige Jahre später eine Unterquerung. Ein Stollen verband die Bergwerke in St. Goar-Fellen und Welmich miteinander. Es stellt sich schließlich die Frage, welchen Nutzen ein Gang unter dem Rhein hätte haben sollen. Beim Bau der Festung Koblenz und ihrem Breitstein ging es darum, den Rheinübergang zu erschweren. Nicht ohne Grund gab es in Koblenz von 1819 bis zum Bau der Pfaffendorfer Brücke 1864 nur die Schiffsbrücke, die sich abfahren ließ, um den Rheinübergang zu erschweren. Die Kommunikation musste mittels Mäldern erfolgen, die notfalls den Rhein im Nachen überquerten, oder mittels Winkerflaggen, wie sie die Fußartillerie, die schwere Artillerie, noch im frühen 20. Jahrhundert einsetzte. Zudem war Koblenz von 1832 bis 1852 an die optische Telegrafenlinie Berlin-Köln-Koblenz angeschlossen. Station Nummer 60 stand am Nöllenkopf im Vorfeld der Feste Ehrenbreitstein und Station Nummer 61 auf dem Koblenzer Schloss. Mit diesen Anlagen ließen sich kurze Nachrichten übermitteln, solange die Sicht klar genug war. Es gibt zudem Hinweise auf die Kommunikation mittels Brieftauben. Von 1859 bis 1918 besaß die Festung außerdem ein Festungstelegraphennetz. Zwei Leitungen, eine aktive Leitung und eine Reserveleitung, verbanden die Telegraphenstationen unter der Erde und über den Rhein. 1870 wurden die Zeigertelegraphen durch modernere Morseapparate ersetzt. Die beiden Kabel über den Rhein lagen anfangs kriegsmäßig auf dem Grund des Rheines. Doch immer wieder wurden sie zerrissen, wenn Anker von Schiffen sie trafen. Deshalb verliefen die Leitungen ab etwa 1873 über die Pfaffendorfer Brücke
und erst im Kriegsfall sollten sie auf den Rheingrund gelegt werden, um sie dann besser gegen Beschuss zu schützen. Die Festung hatte also Verbindungen über den Rhein, aber keinen Tunnel. Dennoch haben alle, die vom Tunnel unter dem Rhein reden, nicht ganz Unrecht. Seit den 80er Jahren unterquert ein Düker den Rhein und dieser Tunnel enthält die Versorgungs- und Entsorgungsleitungen für die rechte Rheinseite. Und ein weiterer Düker unterquert bereits seit den 70er Jahren die Mosel. Um die preußische Festung Koblenz und ihren Breitstein ranken sich noch weitere Gerüchte. So hört und liest man zuweilen, dass die Soldaten ihre Kasematten auch in Friedenszeiten mit den Kanonen teilten. In der zeitgenössischen Fachliteratur war dies aber kein Thema. Wie sollte es auch gehen, in einer Kasematte, die eine Grundfläche von 40 bis 50 Quadratmetern hat, 8 bis 12 Soldaten samt Betten und weiteren Möbeln wie Tischen und Schemeln unterzubringen, wenn mitten im Raum eine Kanone stand, am Ende noch eine gut 6 Meter lange, schwere 12-pfündige Festungskanone auf niederer Rahmenlafette? Wie hätten die Soldaten ihren Stubenalltag dort organisieren können? Ganz zu schweigen davon, dass die Möbel das Laden, Richten und Abfeuern der Kanone im Verteidigungsfall doch sehr deutlich erschwert hätten. Die Wirklichkeit sah anders aus. Im Armierungsfall schaffte man die Möbel aus den Kasematten und brachte die Geschütze dort in Stellung. Die Lafetten lagerten im Friedensbetrieb in Zeughäusern. Die Vorderladerrohre lagen auf Balkenrosten auf den Festungshöfen und die ab 1859 eingeführten Hinterladerrohre mit den empfindlichen Verschlüssen lagen in Schuppen. Im Friedensbetrieb standen nur die Exerziergeschütze auf den Wällen und Höfen, das heißt die Geschütze, die im Ausbildungsbetrieb Verwendung fanden. Im Verteidigungsfall mussten gewiss Geschützmannschaften alarmbereit bei ihren Geschützen bleiben. Doch dann schliefen sie nicht in Betten, sondern sie hüllten sich in ihren Mantel oder in ihre Decke. Ähnlich hartnäckig wie die Vorstellung vom Alltag mit den Kanonen ist die Vorstellung, dass die Festung schon veraltet war, als sie 1834 fertiggestellt wurde. Im 19. Jahrhundert entwickelten sich Waffentechnik und Wehrbau aber weniger rasant als im 20. Jahrhundert. Die Festung Koblenz und ihren Breitstein entsprach 1834 durchaus dem Stand der Technik. Gegen den Beschuss mit Vorderladerkanonen, deren Eisenkugeln mit Wucht einschlugen, war sie optimal gesichert. Das gesamte Stadtgebiet war in ein vorbereitetes Schlachtfeld verwandelt, in dem die Geschütze und Gewehre der Festung ein optimales Schussfeld hatten. In der Landesverteidigung verband man eine begrenzte Anzahl von Festungen an entscheidenden Positionen, wie hier am Zusammenfluss von Rhein und Mosel, mit der beweglichen Kriegsführung im Felde. Erste Einschnitte gab es erst um 1860, als die Hinterladerkanonen mit gezogenem Lauf eingeführt wurden. Sie schossen präziser als die glatten Vorderlader, verschossen Granaten, die im Ziel detonierten und hatten statt 1000 Metern eine Hauptkampfentfernung von gut 2000 Metern. Nun wurde es möglich, Festungsmauern hinter breiten Gräben zu treffen. Dies gefährdete die Nordfront der Feste Ehrenbreitstein. Neu erbaute Festungswerke erhielten schmalere Gräben. Die Erddecken auf den Wällen wurden verstärkt. Auf der Feste Ehrenbreitstein wurden Anfang der 1860er Jahre Kriegspulvermagazine aus exponierten Lagen in den Felsen verlagert. Und die Feste Kaiser Franz erhielt neue unterirdische Kriegspulvermagazine. Da sich die Artillerie immer weiterentwickelte, erhielten die Reduits der Feste Kaiser Alexander und der Feste Kaiser Franz 1876-77 einen Erdmantel als bessere Deckung. Das Werk Nöllenkopf, das der Feste Ehrenbreitstein nördlich vorgelagert war, wurde 1875 bis 81 zum modernen Artillerievorrheineck umgestaltet. 1886 wurde die Festung Koblenz und ihren Breitstein allerdings als minder wichtig eingestuft. Metz und Straßburg sicherten nach der Annexion Elsass-Lothringens das Deutsche Reich mit moderneren Festungen Richtung Frankreich. Die linksrheinischen Festungswerke in Koblenz
wurden in den Jahren 1890 bis 1903 allmählich aufgelassen. Nur die rechtsrheinischen Werke, wie die Feste Ehrenbreitstein und das Vorasterstein, blieben noch bis 1918, also bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, einsatzbereit. Der Ehrenbreitstein erfuhr 1910 seine letzten Verstärkungen. Dem preußischen Heer durfte bewusst gewesen sein, dass die Festungsanlagen angesichts der modernen Artillerie nur noch ein Behelf waren. Immerhin baute man 1915 noch 28 Betonbunker vor die Anlagen, um ein modernes, feldmäßiges Stellungssystem vorzubereiten. Die Festung Koblenz und Ehrenbreitstein erfüllte also immerhin fast 30 Jahre lang ihren Zweck und blieb mit ein paar Verbesserungen noch einige Zeit länger einsatzbereit. Das erinnert doch ein wenig an die Wehrtechnik unserer Zeit. Die Bundeswehr hat noch heute den Kampfpanzer Leopard II im Einsatz, der ab 1979 in der Panzertruppe eingeführt wurde. Er ist bis heute einige Male kampfwert gesteigert worden, um weiterhin seinen Zweck zu erfüllen, aber im Kern sind die meisten der Panzer nun doch schon gut 40 Jahre im Dienst. Ich hoffe, es ist mir gelungen, einige der Mythen und Legenden aufzuhellen, die sich mit der Festung Koblenz und ihrem Breitstein verbinden. Es lohnt sich, genauer hinzusehen und nicht nur aus der heutigen Sicht zu urteilen, sondern tiefer in die Geschichte zu blicken. Mythen und Legenden werden allerdings, wenn sie sich einmal verbreitet haben, von Generation zu Generation weiter überliefert. Deshalb werden sich wohl auch die Menschen in 100 Jahren noch mit den Erzählungen vom Tunnel unter dem Rhein beschäftigen, obwohl es keine Bestätigung für seine Existenz gibt.